Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Das Problem der Liturgie besteht darin, dass die Liturgie eine Handlung ist und wir die Aufnahme, das Verständnis von Handlungen entweder verloren haben oder es nie gehabt haben. Dadurch wurde die Liturgie als Handlung wurde ersetzt durch eine Liturgie, die ein Wortereignis ist. Es werden ganz viele Sachen geredet und da scheint mir haben, wenn man das schon macht, scheinen mir die Protestanten den richtigen Weg gegangen zu sein und die Katholiken den falschen. Denn wenn man es schon als Wortereignis versteht, dann muss man das Ganze auch so organisieren, dass man pädagogisch kommunizieren kann. Dass man irgendwie die Messform irgendwann beibehält und dann irgendwelche ständige Messages hineinquetscht an die Leute. Ich halte das für ziemlich unerträglich, pädagogisch ungeschickt und meistens auch sehr langweilig. Nicht, dass man sagt, ja, die Leute müssen die Lesung hören. Ja, schon, die Lesung müssen sie schon hören. Die Frage ist halt, ob sie solche Texte in diesem Rahmen und in dieser Geschwindigkeit auch verstehen. Das ist die große Schwierigkeit. Ich habe ein bisschen Bibel studiert, bin nicht in der Lage, diese Texte irgendwie so auf die Schnelle, wenn die mir so angeworfen werden, einzuordnen, irgendwie nachzuvollziehen. Wie soll denn das ein anderer, der vielleicht viel weniger darüber informiert ist als ich, auch können? Also, der Übergang vom Geschehen zum Wort, das hat der Liturgie unglaublich geschadet, auch der alten Liturgie, auch der klassischen Liturgie, die es bis heute ja immer noch gibt. Wenn wir also diese Liturgie verstehen wollen, dann müssen wir nicht in erster Linie verstehen, was gesagt wird, sondern was in dieser Liturgie geschieht. Das ist das Wichtige. Und kurz zusammengefasst, habe ich euch gesagt, ist dieses Geschehen in dieser alten Liturgie im Satz im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Da steht zwar vorne am Altar ein Priester, aber er sagt ganz deutlich, das bin nicht ich. Das ist die Heilige Trinität, die sich hier entfaltet in dem, was ich gesagt habe und in dem, was ich tun werde, in dieser Ordnung und Reihenfolge. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und darum können wir die ganze Heilige Messe in diese drei Teile einteilen. Es gibt also einen Vaterteil, einen Sohnteil und einen Heiligen Geistteil. Der Vaterteil, den würde ich zum Beispiel mal festlegen, der beginnt mit dem Beginn der Heiligen Messe und dauert bis und mit dem Credo. Bis und mit dem Credo. Das werde ich noch ausführen, deutlicher zeigen, aber hier sage ich das nur, damit ihr einmal den Überblick habt. Das ist der Vaterteil. Da kommt der Sohnteil. Der Sohnteil beginnt mit dem Dominus Vobiscum, das das Offertorium einleitet. Also heute hat man auch dieses unglückliche Wort Gabenbereitung. Es ist insofern nicht unglücklich, als so Leute, die das Wort Offertorium nicht verstehen, wissen, dass da werden so die Gaben werden herangetragen. Dieser Teil, der dauert in der Heiligen Messe bis zum Augenblick, wo der Priester sagt, peripsum et cum ipso et in ipso est tibi Deo Patre omnipotentem, durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott allmächtiger Vater alle Herrlichkeit und Ehre, so ungefähr, ich weiß nicht, wie man das sagt. Und dann sagen alle Amen. Damit ist der Sohnteil abgeschlossen und der Teil des Heiligen Geistes, der beginnt dann mit dem, was nachher kommt. Was kommt dann nachher? Das Vaterunser, ganz richtig. Also das ist dann der Teil des Heiligen Geistes. In diesen drei Bewegungen entwickelt sich die Heilige Messe. Sie tut das,
was der heilige Paulus irgendwo schreibt in einem Brief, dass in Christus alles rekapituliert wird. Es wird in Christus die ganze Heilsgeschichte aufgenommen, die Geschichte vor ihm und auch die Geschichte nach ihm. In der Heiligen Messe ist die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft alles eins in sich gepackt, reale Gegenwart. Das ist, damit man auch dem Messereignis dann besser folgen kann. Gut. Also soweit zum Überblick. Erinnert euch, dass im ersten Kreuzzeichen des Priesters die ganze Messe enthalten ist. Und zwar wird das Kreuz geschlagen über die ganze heilige Trinität. Damit wird gesagt, dass das Opfer, Kreuz ist immer ein Zeichen des Opfers. Erinnert euch an das Fadenkreuz beim Schießen. Hat man so ein Weitsichtgerät und da gibt es so ein Fadenkreuz und da zielt man dann, wenn einer kommt und wenn er im Fadenkreuz ist, dann schießt man. Also im Fadenkreuz des Kreuzes befindet sich immer das Opfer und der Opfergegenstand, das Opfertier in der heiligen Messe. Und im Gipfelaugenblick der heiligen Messe, da opfert sich Christus im Rahmen der heiligen Trinität. Darum ist tatsächlich das Peripsum et cum ipso der Höhepunkt der heiligen Messe. Gut, das nur zum Überblick. Also diese drei Schritte, die heilige Messe durchschreitet. Aber wenn wir es nun ganz genau nehmen, beginnt die heilige Messe nicht mit dem im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Sie beginnt deutlich vorher. Wenn ihr in den alten Tagen an einer Bischofsmesse teilgenommen hätten, wie hätte sich das abgespielt? Also da beginnt der Chor zu rauschen und die Orgel beginnt zu schmettern und der Kirchenraum verwandelt sich in einen Opernsaal. Und da zieht also der Bischof ein mit einem langen Schwanz, der zieht nach sich die Cappa Magna und da kommt er entlang, er hält kurz inne beim Heiligen Sakrament und betet. Und wohin geht er dann? Wohin geht er? Also, oder auch am Hochaltar, also je nachdem, wo er sich anzieht, aber er könnte sich durchaus auch am Hochaltar anziehen. Denn die Transformation des Priesters ist Teil der heiligen Messe, die durchaus sichtbar sein müsste. Heute wurde die Sakristei in eine Art Umkleidekabine verwandelt. Und das ist nicht ganz richtig, dass plötzlich ein Priester heraushoppt aus der Türe, nicht in Licht gekleidet, wie die Alten gesagt hätten. Es hat eine eigene Bedeutung, dass der Priester in Schwarz hineinkommt. Und Schwarz ist nicht das Symbol der Freude, nicht das Symbol der Tugend, nicht das Symbol der Heiligkeit. Weil die Priester schwarz anzuziehen begonnen haben, ist das plötzlich so ein bisschen stylisch geworden. Ja, weil halt diese wichtigen Herren kommen, haben gesagt, ja, wenn man ganz, ganz elegant sein will, da kommt man in Schwarz daher. Bitte, das ist eine spätere Entwicklung. Die ursprüngliche Entwicklung ist tatsächlich das Schwarz, die Farbe der Buße, der Sünde, des fehlenden Lichtes ist. Und so kommt er rein und so geht er an den Altar und am Altar verwandelt er sich. Zuerst verschwindet der Kopf, weil er mit diesem Schultertuch, das deine Schultern umfasst, diesen Kopf bedeckt. Dann verschwindet sein Leib, weil er sich in Weiß kleidet. Dann gürtet er sich. Hallo, wenn einer sich gürtet in der heiligen Messe, dann muss das etwas zu tun haben mit dem Paschamahl des Moses vor dem Auszug aus Ägypten. Nicht, er gürtet sich. Also da kommt Unheil auf ihn zu, sozusagen. Da muss man sich bereit machen für das Mahl, dass man losmarschieren kann. Nicht umsonst endet die Messe mit den Worten, Ite,
Und nicht umsonst, also es ist schon auch ärgerlich, wenn die Priester so pressieren bei der Heiligen Messe. Aber es hat auch etwas Theologisches. Aber anders als was ihr jetzt denkt, weil die Messe an sich pressiert ja ganz brutal. Das werde ich auch noch erklären. Jedenfalls, der Gurt kommt rum, dann tut er sich die Stola um, wird dann bei, und er spricht Ankleidegebete dazu. Die Stola der Unsterblichkeit wird sie dort genannt. Also der Priester empfängt ein neues Leben, nämlich das Leben der Trinität, weil er nicht mehr als Priester persönlich handelt. Dann nimmt er das Messgewand über sich, nicht? Das ist, hat die gleiche Form wie das Skapulier der Schwestern und der Mönche. Das Skapulier ist was? Bei den Mönchen. Das Skapulier. Warum haben diese, wären ja schön, diese Zisterzienser, sind weiße Mönche, aber rennen ständig mit diesem schwarzen Teil herum? Warum tun sie das? Sehen aus wie Pinguine. Weil das ist der, man kann es ja in Weiß nichts tun, nicht? Wird immer alles schmutzig. Das ist, das Skapulier hat man dann gesagt, dass das Joch der Mutter Gottes, das wunderbar, aber es ist zunächst einmal das Arbeitsgewand. Die Liturgie, im Griechischen ist das gleiche Wort für Arbeiten. Also die Waschmaschine funktioniert, ist im Neugriechischen etwas mit Liturgie. Also tut mir leid. Also das ist das Arbeitsgewand, das er sich aufsetzt und dann marschiert er los. Also dann marschiert er los. Das hat also schon, dort beginnt die Messe, wo ganz deutlich gesagt wird, der Priester, der hier handelt, der handelt als einer, als ein Entkernter. Und wer es durch diese symbolische Gestaltung nicht verstanden hat, der hört es dann mit seinen ersten Worten im Namen der Trinität, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Also das bin nicht ich, das ist die Heilige Trinität, die jetzt durch die Geschichte zieht. Also das ist der erste Punkt, der zu bedenken ist, wenn wir diese Heilige Messe anschauen. Hier wird in dem Sinn gesprochen, von dem der heilige Thomas von Aquin sagt, der Priester ist bei der Heiligen Messe die Causa Instrumentalis, die Instrumentalursache. Das Instrument ist wie zum Beispiel beim Maler der Pinsel, wie beim Maler der Pinsel, oh, beim Organist die Orgel. Da ist ein anderer, der auf der Orgel spielt. Der Priester nimmt sich zurück. Darum ist das schon ein Problem mit der neuen Liturgie, wo alles plötzlich dann der Priester ist. Und wenn der Priester sich gut verkauft, dann ist gute Liturgie. Wenn er sich schlecht verkauft, ist schlechte. Die meisten verkaufen sich schlecht. Gut, das ist der Beginn der Heiligen Messe. Und dann tritt der Priester eben zum Altar mit seinen ersten Worten im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Mit der Handbewegung. Mit der Handbewegung. Und damit wird gesagt, im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes wird das Kreuz über die ganze Trinität gelegt. Die Trinität verwandelt sich in ein Opfer. Also dieser Opfergedanke ist von Anfang an da. Jetzt würde ich meinen, dass die Heilige Messe ganz am Anfang einen dreifachen Anfang hat. Die Messe hat auch gleich zu Beginn hat sie drei Kreuzzeichen. Es gibt einen Vaterbeginn, es gibt eine Sohneseröffnung und es gibt eine Heiliggeisteröffnung. Gibt es. Und die Vatereröffnung, die beginnt mit diesen berühmten Worten von Psalm 42, richtig, 42, müsste jeder wissen eigentlich, der sagt, Introibo ad altare Dei. Aber Psalm 42 beginnt nicht mit den Worten Introibo ad altare Dei. Introibo ad altare Dei ist ein Satz,
aus dem Psalm 42, der an den Anfang gestellt wird, wie das häufig geschieht bei beim Psalmengebet. Man beginnt das Psalmengebet immer mit einem Kernsatz, der dann an den Anfang gestellt wird und im Psalm noch einmal wiederholt wird. Und dieser Kernsatz, den nennt man Antiphon. Antiphon. Aber dieser Kernsatz, den man bei den Katholiken nennt man es Antiphon, bei den Orthodoxen nennt man es. Ektenie, nein, nicht Ektenie, egal. Also bei den Orthodoxen nennt man es anders. Der wird an den Anfang eines Psalms gestellt, um hinzuweisen, auf was man Acht geben muss. Das ist der Gedanke, den ich aus diesem Psalm herausholen will. Also im Wesentlichen ist die Vatereröffnung der Psalm 42. Judica Medeus. Urteile mich, Herr, urteile mich, beurteile mich, Herr, und unterscheide meine Sache von Menschen, die nicht heilig sind. Also so beginnt der Psalm. Wenn ihr mit Psalmen konfrontiert seid, dann müsst ihr es sofort verstehen, Psalmen einzuordnen. Sofort. Sonst, wie viele Psalmen gibt es? 150, das wissen wir noch. Wie sind die Psalmen eingeteilt? In 5 Gruppen. Diese 5 Gruppen entsprechen den 5 Büchern Mose. Und da ist die Telefonnummer der Psalmen 1, 41, 72, 89 und 106. Das müsste man wissen. Ich vergesse es auch jedes Mal wieder. 1, 41, 72, 89 und 106. Das sind nämlich die Psalmen, wo diese 5 Teile beginnen. Der erste Teil ist der Genesis-Teil. Genesis hat ein Wortinhalt und das ist Sünde. Die Genesis zeigt die Ausbreitung der Sünde. Da kommt Exodus, das ist der zweite Psalmenblock, beginnend mit 41. Und dort ist der Inhalt, was? Exodus spricht von der Erlösung. Und genau aus diesem Teil ist dieser Psalm genommen. Nicht der erste, sondern der zweite. Welche Nummer hat der Psalm vor 42? Richtig, 41. Wie beginnt Psalm 41? Das ist auch ein Psalm, den man kennen müsste. Ganz richtig, ganz richtig. Wie der Hirsch nach frischer Quelle, so lechzt meine Seele Gott nach dir. Und dieser Psalm 42, ich frage mich, wie weit diese beiden Psalmen, die gehören, haben den gleichen Refrain. Also irgendwie gehören die zusammen. Also da kann man sagen, dass der Psalm 42, also da beginnt genau der Psalm, wird genommen mit dem der Erlösungsteil der Psalmen beginnt. Also der Hirsch, der nach frischer Quelle lechzt. Und die frische Quelle, das ist die aufgestoßene Seite Jesus Christi, wo Blut und Wasser herausfließen. Und diese beiden Quellen fließen hinein in die Heilige Messe. Taufe, Heilige Messe oder beide Heilige Messe. Ist das klar? Also es macht brutal viel Sinn, dass die Messe mit diesem Psalm 42 beginnt. Brutal viel. Und so, also verkalkt, und verblödet seid ihr nicht, dass ihr die Nummern 1, 1 und 41, das geht ja noch leicht. 1, 41, 72, ich bin 62 geboren, sage ich in aller Öffentlichkeit, 10 Jahre drüber, 89 und 106. Also habt ihr Telefonnummern im Kopf? Jeder von euch hat Telefonnummern im Kopf? Also, dieser erste Teil der Messe beginnt mit einem Psalm, das ist Altes Testament, das ist der Vaterteil, es hat schon alles eine wunderschöne Logik. Herausgenommen wird genau dieser Satz, Introibo ad altare Dei, ad Deum qualitifica juventute meam. Ich schreite zum Altar des Herrn, zu Gott, der meine Jugend erfreut. Also, dieser Satz wird nur zum einen vom Priester gesagt,
zum anderen vom Ministranten. Introibo ad altare Dei. Wer schreitet zum Altar? Nicht der Priester. Christus schreitet zum Altar. Im Alten Testament, zugegeben, weil den gibt es im Alten Testament. Haben wir mehrfach gezeigt, auch schon früher. Christus schreitet zum Altar. Und er sagt das auch. Introibo, im Futur, ich werde zum Altar hinschreiten, weil er ist noch nicht dort. Und der Ministrant antwortet ihm, ad Deum qui letificat juventutem meam. Das bezieht sich nicht auf den Priester, das bezieht sich auf den Ministranten, weil der Ministrant immer ein Bube ist, deshalb. Die Jugend, nicht? Wir leben in einer Jugendkultur, nicht? Also der Vatikan zum Beispiel ist völlig juvenisiert, vollständig. Ja, wir brauchen mehr Jugendlichen, dass dieser Elan da reinkommt und diese Begeisterung und diese Fantasie und dieser Reichtum und so. Also seien wir jetzt mal ehrlich. Also die Jungs sind, die können es gleich am Lebenden machen, die anderen sollen zurückdenken. War eure Jugend die Zeit der großen Begeisterung, des großen Elans, der großen Einsichten, der großen Ideen, der großen Fantasie? War das schon so? Also ich bin ein reifer Erwachsener, der schaut auf seine Jugend mit einem guten Maß an peinlicher Betörung. Nicht, also nicht an peinlicher Betörung. Betörung. Ja, also muss man doch so sagen, nicht? Also Gottes Willen. Erinnere mich nicht dran. Ist da etwas falsch daran? Nein. Jeder muss sein Lehrgeld zahlen und das zahlt man gewöhnlich in dieser Zeit. Also wenn der Vatikan auf die Jugendkultur abgefahren ist, ist das ein gutes Recht. Aber das deutet auch ein bisschen auf einen klerikalen Hintergrund von Leuten, deren Jugend offensichtlich in der Soutane und im Priesterseminar und in der Klosterschule abgemurkst wurde und die irgendwie mit 70 oder 80 Nachholbedarf haben. Die mussten noch irgendwie ihre Jugend nachholen und projizieren ihre Alterssenilität in unschuldige Jugendliche hinein. So vielleicht muss man das vorstellen. Also wenn ihr zum Beispiel in der Bibel nachschaut, es gibt so diese Stelle, kennt ihr diese Stelle in der Bibel, wo es heißt, ihr Väter, bla 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 bla, ihr Jugendlichen, bla 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 bla, ihr Frauen, bla 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 bla. Das ist nicht Paulus. Nein, das ist nicht Paulus. Das ist der erste Johannesbrief. Das ist der erste Johannesbrief. Wisst ihr nicht, wovon ich rede? Das ist der erste Johannesbrief. Da werden solche Sachen gesagt. Und zwar im ersten Johannesbrief ist das... Bitte Johannes Kapitel 2 in den Versen 12 und folgende. Ja, schaut jetzt... Ich stelle euch die Frage, nicht so gemein. Ich lese es dann. Ich schreibe euch Kindlein, okay, weil euch die, was wird denn Kindlein gesagt? Weil ihr jetzt feste Nahrung bekommt oder weil ihr so toll und inspiriert seid, weil ihr so tolle Typen seid, die uns alten Knackern endlich mal den Weg zum Himmel zeigen. Was wird den Kindern gesagt? Ha? Ja, wird man heute so meinen, nicht? Aber der sagt, ich schreibe euch Kindlein, weil euch die Sünden um seines Namens willen erlassen sind. Die Sünden. Im Zusammenhang der Sünde werden die. Ich schreibe euch Väter, weil ihr den erkannt habt, der von Anfang an ist. Die Väter schon besser, die haben irgendetwas erkannt. Ich schreibe euch Jünglinge, das sind so diese Idealfiguren des Vatikan, weil ihr die letzte Jugendsynode bereichert habt. Jünglinge, weil ihr den Bösen besiegt habt. Ich habe euch geschrieben, liebe Kinder,
weil ihr den Vater erkannt habt, aber weil ich vorher was anderes gesagt habe und so weiter. Also, und da kommen die Jünglinge noch einmal, weil ihr stark seid und das Wort Gottes in euch verweilt und ihr den Bösen besiegt habt. Also Kinder, Jugendliche, die Jugendzeit wird nicht mit diesem Ausbruch, eure Kinder werden Propheten sein, nicht so wird das irgendwie qualifiziert, sondern als eine Zeit der Sünde, des Kampfes. Das war ja auch der Grund, warum man in der Hochblüte der Patristik hat man ja die Kinder nicht getauft. Und da steht auch drinnen, wir haben einen Geist empfangen, der uns zu Kindern. Ja, das ist richtig. Die Kinder sind dann auch positiv behandelt. Aber Kind Gottes müsste ich anders erklären, wie das genau geht. Mache ich privat. Weil das Kind Gottes, das zu Söhnen Gottes heißt übrigens dann auch noch. Aber das wäre ein anderes Thema. Das Kind in der Hochpatristik, also wann ist die Hochpatristik? Eine Jahreszahl? Das dritte Jahrhundert. Zahlen, nicht Jahrhundert, weil das schiebt man dann. Drittes über 200. Ich möchte eine mathematische Zahl, eine natürliche Zahl möchte ich hören. 400. 400 vorher und 400 nachher sind die vier, verstanden? Vier östlichen Kirchenväter vorher, die vier westlichen sind nachher, es ist immer vier. Die kann man sich auch gleich merken, weil die oft parallel gesetzt werden mit den Evangelisten, dort sind es auch vier. Also in der Hochpatristik um 400 hat man eigentlich nicht gerne Kinder getauft. Man hat möglichst geschaut, dass die Leute getauft werden nach der Pubertät. Nach der Pubertät. Weil man hat nicht 90 Jahre gelebt, nicht? Man hat gedacht, das ist die schlimmste Zeit. Wenn das mal durch ist, dann werden sie getauft und da kommt schon eine ganze Menge Sünden sind dann weg. Also das war die Idee. Das war die Idee. Dann hat man auch die Taufe oft rausgezögert. Also schon auch früher schon, nicht? Der Kaiser Konstantin hat sich auf den Toten betaufen lassen. Aber ich habe euch das schon oft schon gesagt, trotzdem in die Hölle gekommen, weil er sich von einem Arianer taufen hat lassen und er glaubt nicht an die Trinität. Taufe ungültig, alles aus. Gut, aber wer bin ich denn, der da richten soll? Also, wenn die Messe damit beginnt, dass man sagt, Introibo ad altare Dei, dann beginnt sie wunderschön. Denn das heißt, der Priester oder nicht der Priester, der einmal der Priester war, der im Namen eines anderen Werkzeug ist, der heiligen Trinität, schreitet zum Altar. Also es ist nicht eine Wiederaufnahme des letzten Abendmahles. Ganz was anderes ist die Messe, wie man sich das heute so vorgestellt hat. Aber beim letzten Abendmahl sind sie gesessen. Und bei der Messe müsste man dann auch sitzen, wenn sie denn gesessen sind. Sagt, ja, wenn die Messe einfach eine Kopie des letzten Abendmahls wäre, dann schon. Aber die Messe ist etwas anderes. Ja, das ist schon klar. Das kommt dann noch dazu. Also Introibo ad altare Dei, da spricht die heilige Trinität. Insbesondere der Vater, weil es der Vater ist, der das Wort des Psalmes spricht, aber das Wort des Psalmes ist der Sohn. Und der Hauch dieses Wortes, das ist der Heilige Geist. Also es spricht die Heilige Trinität und der Ministrant, der antwortet, ad Deum qui letificat juventutem meam. Also der Sünder spricht, dass er in Gott seine Fröhlichkeit wiederfindet, die er in der Sünde verloren hat. Also eine zweigeteilte Einleitung. Und dann geht dieser Psalm los. Judiker mehr, sagt der Priester, richte mich Gott und unterscheide meine Sache von bösen Menschen, bösen Leuten, vom ungerechten Menschen und vom listigen Menschen, befreie mich, das ist das Wort Gottes, das hineinschreit in die Welt, um gerichtet und getötet zu werden. Klar? Das spricht Christus. Ja, schon im Alten Testament, das Wort Gottes, das in die Welt gesandt wird, um nicht gehalten zu werden, um Licht zu sein, das von der Finsternis nicht angenommen wird. Und dann antwortet der Ministrant, quia tu es Deus, denn du bist Gott, meine Stärke. Hallo! Also, dass du bist Gott, meine Stärke, kann Gott nicht zu sich selber sagen.
Also der erste Satz spricht von Gott, der das die Sünde der Welt auf sich nimmt. Der zweite Satz spricht vom Ministranten, der Erzeuger der Sünde der Welt ist. Und der da einstimmt von seiner Perspektive her. Denn du bist Gott, meine Stärke. Warum hast du mich verstoßen? Und warum gehe ich traurig einher, während mich der Feind quält? Der Feind ist der Teufel. Ja, die Leute werden wahnsinnig, wenn ich das sage. Aber es steht hier wieder geschrieben, nicht Gott verstößt den Sünder. Und das wird in der Messe sogar gesagt. Und dann geht es weiter, wo es heißt, sagt der Priester, sende aus dein Licht, mitte lucem tuum, sende aus dein Licht und deine Wahrheit. Sie werden mich führen auf den heiligen Berg in deine Zelte. Ja, das Licht und die Wahrheit, na bitteschön, wer ist das? Er wird uns den Geist senden. Wie wird dieser Geist genannt im Johannesevangelium? Nicht der Tröster in dem Fall. Er wird mir den Geist senden, der Geist der Wahrheit. Also sende aus deinen Geist. Das ist Christus, der den Heiligen Geist ruft. Es ist so, ich muss von euch weggehen. Denn wenn ich nicht weggehe, da kommt der Geist nicht, der Tröster, der Geist der Wahrheit, der euch alles lehrt. Also dieser nächste Satz des Psalms 42 bezieht sich wieder auf Gott. Und da kommt der Ministrant, ed introibo ad altare Dei, ad Deum qualificat juventute meum. Und ich jetzt kommt der Ministrant, nachdem Christus gesagt hat, ich gehe hinein, da kannst du ihm nachfolgen, weil Christus vorausgeht und die Messe seine Messe ist und er uns den Weg bahnt hinein in das Heiligtum. Also das erste Introibo und das zweite Introibo bedeuten nicht das Gleiche, weil sie von anderen Akteuren gesagt werden. Und bitteschön, das wird laut gesagt. Also das sind Zeichen, die Worte sind, die Teile sind der Tat und dessen, was geschieht in diesem Augenblick. Klar, also ich hab gedacht, dass die lateinische Messe, die sei so meditativ, so ruhig, so still. Aber wenn man versucht, der Handlung zu folgen, dann rast die wie ein Formel-1-Rennen. Also unglaublich. Ich überlege mir das, diese Sachen, und dann gehe ich am Morgen in die Messe um 7 Uhr und der Pater Justinus zelebriert und er zelebriert besonders langsam, also besonders andächtig, also der lässt sich echt Zeit. Und ich denke, meine Güte, wie der rast. Weil da ist jede kleine Bewegung des Priesters ist eine Welt. Und achtet darauf, beim Psalm, der Priester steht und der Ministrant kniet. Warum steht der Ministrant nicht? Und warum steht der Priester und knien beide nicht? Weil der Priester einschreitet im Namen der Heiligen Trinität. Die Trinität kniet nie. Gott kniet nie und macht keine Kniebeuge. Und wer sich für Gott hält, auch nicht. Franziskus. Keine Zwischenrufe. Also, der Ministrant, der macht seinen Teil. Der macht seinen Teil auf den Knien, weil er dort steht für das Volk der verstoßenen Sünder. Quare me repulisti, sagt er, das Volk der Versöhnung, die nicht vor Gott stehen können. Also es hat schon eine große Logik und ein großes System. Erinnert euch, die Messe wird genannt nicht Messe, sondern Ordo Missae, die Ordnung der Messe. Und das Wichtigste ist, dass man die Ordnung verstanden hat, dann hat man den roten Faden. Also, und da kommt der Priester wieder, confitebor tibi in cithara. Das ist der Lieblingsvers der Modernisten, ich preise dich auf der Gitarre. Gott, Gott, mein Gott. Warum
Warum bist du traurig, meine Seele, und warum betrübst du mich? Was sagt er damit? Confitebor tibi in cittara. Cittara sagen hier die Tschechen, ganz korrekt eigentlich. Was macht man, wenn man ein Wort nicht versteht? Wenn man sich keinen Reim drauf machen kann? Was macht man dann? Weglassen. Bitte? Weglassen, ja, überlesen, schnell was Nettes sagen, ablenken, das Wichtigste. Jeder gute Vortrager versteht es, die Leute von den Problemen, die er nicht gelöst hat, abzulenken. Das ist gar nicht merken, nicht? Das, wie bei den Pianisten, nicht? Die können da so ganze Sachen einfach wegfallen lassen. Aber auch das ist ein großer Pianist, der das kann. Was heißt das? Ich werde dir mit der ich werde dich mit der Zither loben. Wenn ihr mit den Wörtern nicht weiterkommt, dann nehmt eine Konkordanz, haut dort die Vulgata rein, die lateinische Variante der Bibel, tut dann Zithera dort rein. Was werdet ihr sehen? Das kommt verschiedene Male vor, es kommt häufiger vor. Vor allem wird das Wort Zithera in welchem Teil der Bibel verwendet? In den Psalmen. In den Psalmen, ganz richtig. Also die Zithera ist in den Psalmen ganz eindeutig ein Teil der Liturgie. Und die Liturgie des Neuen Bundes beginnt in der Liturgie des Alten Bundes. Erinnert euch, wir sind im Teil des Vaters. Und hier wird die Liturgie des Alten im Neuen vollendet. Da ist nichts drin im Neuen, was nicht auch im Alten wäre. Vollenden heißt nicht erfüllen, heißt nicht wegwerfen. Erfüllen heißt das nehmen, was ist, und darauf aufbauen. Also das ist das Wichtige. Ich werde dir in der Liturgie, werde ich dich ehren. Deus, Deus meus, mein Gott. Ich gehe hin zu meinem Gott und zu eurem Gott. Warum bist du traurig, meine Seele? Warum sagt er das? Warum bist du traurig, meine Seele? Und warum betrübst du mich? Betrübt ist meine Seele bis zum Tod. Verstanden? Diese Stelle im Monte Oliveto, am Ölberg, wo Christus Blut schwitzt. Wann tut er das? Zu Beginn des Opfers. Und hier tut er genau das Gleiche auch. Also, es geht weit mehr als um das letzte Abendmahl. Hier geht Christus die Vergegenwärtigung, die trinitarische Vergegenwärtigung des Opfer Christi. Das wird hier herbei entwickelt. Da sagt der Ministrant, spere in Deo, hoffe auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen. Siehst du, der vorausgehend hat es geheißen, ich preise dich mit der Gitarre, und jetzt heißt, ich werde dich noch preisen, völlig irrsinnig, wenn die Sache nicht auf zwei Sprecher verteilt würde. Der erste Sprecher preist, denn er ist der mit der Liturgie vorausgeht. Der andere, der wird noch preisen, weil er hinterhergeht. Mein Heil und mein Gott, sagt der Ministrant. Also, und dann ist der Psalm zu Ende. Da kommt Gloria, da sagt der Priester Gloria Patri, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und damit ist meine ganze schöne Theorie futsch. Also dann ist doch, also Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, das kann ja nicht gut. Die Trinität selber sagen. Weil dann müsste ich sagen, Ehre sei mir. Aber er sagt, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wenn da nicht was wäre. Der Priester verbeugt sich. Bisher ist er immer aufrecht gestanden. Jetzt plötzlich verbeugt er sich. Das ist, als ob er eine Pause machen würde
im Geschäft der Inkarnation der Heiligen Trinität. Der Gebeugte, der Homo in Corvatus in se ipsum, der Mensch, der in sich selber gebeugt ist, das ist immer der Sünder. Und wenn sich der Priester jetzt beugt, und eigentlich immer, wenn sich der Priester beugt, dann tritt er als Mensch vor den Altar. In dem Augenblick ist er nicht einfach Priester, Instrument der göttlichen Dreifaltigkeit. In dem Augenblick ist er immer auch er selber, der vor dem Geheimnis tritt, der selber Ministrant ist, genauso wie der Bursche, der neben ihm ist. Darum ist das wie suspendiert im Augenblick, wo sich der Priester niederwirft. Darum sagt er, Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Und der Ministrant geht weiter, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Weil wir durch die Liturgie hineingenommen werden in ein Geschehen, das in die Ewigkeit hineinreicht. Auch dieser Gedanke wird verschiedentlich dargelegt. Und damit wird die Antiphon wiederholt, Zusammenfassung, damit man alles so noch einmal sich erleben kann. Introibat altare Dei, sagt der Priester, aufrecht wieder, im Namen der Heiligen Trinität, ich gehe hinein in den Altar Gottes, und der Ministrant antwortet ihm, zu dem, der meine Jugend, meine Fehler, meine Sünden, meine Dummheit, assoziiert Jugend eher mit Dummheit als mit Genialität. Wenn ihr bei einem Schriftsteller, Komponisten hört, das ist ein Jugendwerk. Es gibt auch Leute, die in der Jugend groß komponiert haben. Aber die großen Werke der Literatur, der Malerei und der Musik sind keine Jugendwerke. Nicht ein einziges. Ja, Chopin, sagt man, habe ich sehr jung. Gut, aber Entschuldigung. Aber ob jetzt Chopin jetzt gerade der höchste ist aller Gefühle, meinetwegen. Gut, also damit hätten wir diese erste Anleitung, diese erste Einleitung hätten wir durchgemacht. Jetzt steht der Priester wieder aufrecht und sagt, Adiutorium nostrum in nomine Domini. Macht ein Kreuzzeichen, als ob das ganz vorherende gar nicht geschehen wäre. Er beginnt wie von Neuem wieder, noch einmal ein Kreuzzeichen. Und das ist ein sicheres Zeichen, dass eine zweite Runde der Einleitung beginnt. Und diese zweite Runde der Einleitung, habe ich schon angedeutet, das ist die Sohneseröffnung. Das heißt nicht, dass der Sohn vorher nicht da gewesen wäre, er ist ganz deutlich da gewesen, er ist als der da gewesen, der die Psalmen betet. Und das ist eine alte christliche Tradition und völlig zu Recht, dass im Psalm das Wort Gottes zum Ausdruck kommt. Und das Wort Gottes ist Christus. Und hier wird jetzt der Sohn im Umfeld, im Zusammenhang des Neuen Testamentes, wenn ihr wollt, jetzt sichtbar. Aber darüber werden wir wohl morgen reden. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.